Hallo, in diesem Video zur Funktionentheorie geht es um Stetigkeit bzw. Unstetigkeit. Wir wollen beweisen, dass an der Stelle z0 gleich minus 1 die Funktion z hoch 1/2 unstetig ist. Bevor wir anfangen zu rechnen, wiederholen wir zunächst einmal mit Hilfe dieses grauen Kastens hier, welche drei Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Funktion an einer Stelle z0 lokal stetig ist. Die erste Bedingung lautet, der Grenzwert der Funktion muss existieren, also der Grenzwert der Funktion, wenn z gegen diese besagte Stelle geht, an der ich die Stetigkeit untersuchen möchte. Das ist die Stelle z0. Gut, was das bedeutet, dass der Grenzwert existieren muss, das erkläre ich gleich noch genauer. Das zweite, was ich untersuchen muss, ist folgendes: Der Funktionswert an der Stelle z0, der muss existieren. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, die Funktion f, das ist die Funktion 1 durch z. Und wenn jetzt mein z0 gleich 0 wäre, dann existiert dieser Funktionswert natürlich nicht, denn 1 durch 0 ist nicht definiert. Man darf ja nicht durch 0 teilen. Das kennt ihr schon aus der reellen Analysis. Ja, und die dritte und letzte Bedingung lautet, der Grenzwert, den wir bei 1 betrachtet haben, muss gleich dem Funktionswert sein, den wir bei 2 betrachtet haben. So, jetzt wollen wir uns hier dieses erste Kriterium nochmal genauer angucken. Das erste Kriterium sagt ja, der Grenzwert der Funktion für z gegen z0, der muss existieren. Ja, was heißt das, der Grenzwert muss existieren? Also in der reellen Analysis, in der Schulmathematik, da war das ganz einfach. Da hat der Lehrer immer gesagt, ein Grenzwert existiert, wenn der linksseitige Grenzwert gleich dem rechtsseitigen Grenzwert ist. So, jetzt befinden wir uns allerdings nicht mehr in der Schulmathematik, sondern wir sind hier in der gaußschen Zahlenebene. Und deshalb kann ich mich der Zahl minus 1 nicht nur von rechts und von links nähern, sondern aus unendlich vielen Richtungen oder genauer gesagt auf unendlich vielen Wegen. Ja, zum Beispiel kann ich von oben kommen und mich der Zahl minus 1 nähern. Oder ich kann senkrecht von unten kommen und mich der Zahl minus 1 nähern. Oder ich kann hier beginnen und jetzt mich der Zahl minus 1 nähern. Aber auch von rechts kann ich mich der Zahl minus 1 nähern. Oder ich kann hier mich auf dem Einheitskreis bewegen. Ja, also das ist hier die blaue Folge. Die blauen Folgenglieder liegen auf dem Einheitskreis und nähern sich der Zahl minus 1. Oder ich kann mich zum Beispiel hier auf dem Einheitskreis bewegen. Das ist die grüne Folge. Die nähert sich auch der Zahl minus 1. Ja, also das ist das Neue. Ich kann mich nicht nur von links und von rechts einer Stelle nähern, sondern aus unendlich vielen Richtungen oder besser gesagt auf unendlich vielen Wegen. So, und genauso wie in der Schulmathematik muss jetzt Folgendes gelten. Egal aus welcher Richtung ich mich der Zahl minus 1 nähere, ja, ich muss immer den gleichen Grenzwert erhalten. Den Grenzwert sehe ich hier, das ist hier die W-Ebene. Ne? Das ist die Z-Ebene und das ist die W-Ebene. So, und da sehen wir, das ist hier nicht der Fall. Denn wenn ich mich hier der Zahl minus 1 nähere, dann nähern sich die Funktionswerte der Zahl plus i. Ja, wenn ich mich aber hier von unten auf dem Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere, das ist die grüne Folge, dann nähern sich die Funktionswerte minus i. Ja, das heißt, ich habe so etwas Ähnliches wie in der Schulmathematik. Da könnte man sagen, der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert stimmen nicht überein. Und hier habe ich eben auch zwei Grenzwerte gefunden, die nicht übereinstimmen. Nämlich einmal der Grenzwert, wenn ich mich auf den oberen Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere, beziehungsweise wenn ich mich auf dem unteren Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere. Gut, wir haben also bewiesen, dass das erste Kriterium hier nicht erfüllt ist. Das heißt, dieser Grenzwert hier existiert nicht.
Ne, der existiert nicht, weil je nachdem, auf welche Art und Weise ich diesen Grenzwert bilde, erhalte ich manchmal plus i, ne, wenn ich hier von oben komme, und manchmal minus i hier, wenn ich hier von unten komme. Ja, also dieser Grenzwert existiert nicht. So, das war jetzt allerdings nur mal ein anschaulicher Beweis, aber kein mathematischer, der folgt jetzt. Jetzt müssen wir nämlich das Ganze hier unten schriftlich beweisen. Gut, dann beginnen wir hier mit diesem Grenzwert. Wir wollen ja wissen, ob der Grenzwert existiert, und dazu müssen wir den Grenzwert erstmal mal aufschreiben. Wir suchen also den Grenzwert für der Funktion z hoch 1/2 für z gegen minus 1. So, die komplexe Zahl z, die können wir ausführlich schreiben als r, ne, r ist der Betrag, r mal e hoch i mal Theta, wobei Theta der Winkel von z ist. R ist der Betrag und Theta ist der Winkel von z. Das ist einfach nur die Exponentialform der komplexen Zahl z. So, jetzt wird ja diese komplexe Zahl, die hier in den runden Klammern steht, mit 1/2 potenziert, oder anders ausgedrückt, die Wurzel wird gezogen, die Quadratwurzel. Ja, und wie zieht man die Quadratwurzel? Da zieht man die Quadratwurzel aus dem Betrag, aber der Winkel, der wird durch 2 dividiert. Der wird nicht radiziert, sondern durch 2 dividiert. Ja, dann erhalten wir hier diesen Ausdruck. Und wir müssen also gucken, ob dieser Grenzwert hier existiert. Ich habe also nur diesen Grenzwert nochmal anders geschrieben, kurz gesagt. So, und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Beweis. Wir wollen ja beweisen, dass dieser Grenzwert nicht existiert. Und dazu werden wir uns der Zahl minus 1 hier auf zwei verschiedene Arten nähern. Einmal, wie oben erklärt, auf dem Einheitskreis von oben. Das mache ich hier in der zweiten Zeile. Da wird sich der Grenzwert i ergeben. Den haben wir hier. Und einmal werde ich mich der Zahl minus 1 nähern. Und zwar auf dem Einheitskreis von unten. Das mache ich hier in der dritten Zeile. Und er wird sich als Grenzwert minus i ergeben. Ja, das sehe ich im Bild hier. Ja, und weil die beiden Grenzwerte unterschiedlich sind, ich habe hier einmal plus i und einmal minus i, kann ich sagen, dass dieser Grenzwert nicht existiert. Und dieser Grenzwert hier, der ist ja gleich diesem Grenzwert. Und das wollten wir ja beweisen. Wir wollten beweisen, dass dieser Grenzwert nicht existiert. Denn damit haben wir bewiesen, dass die Funktion an der Stelle minus 1 unstetig ist. Wir wollten ja die Unstetigkeit beweisen. Das war die eigentliche Aufgabenstellung. Gut, dann beginnen wir jetzt, indem wir diesen Grenzwert hier berechnen. Wir lassen z gegen minus 1 gehen, aber wie gesagt auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar kommen wir von oben und wir nähern uns der Zahl minus 1 auf dem Einheitskreis. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich diese beiden Informationen in diese Formel hier reinpacken, nämlich dass ich von oben komme und dass ich mich auf dem Einheitskreis nähere. Ja, ganz einfach, wenn ich mich auf dem Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere, dann wird der Betrag r immer gleich 1 sein. Das heißt hier, mein r ist 1 und Wurzel 1 ist 1. Und das kann ich weglassen und das habe ich hier auch gemacht. Da ist kein Wurzel r mehr zu sehen. Ja, das ist also, da habe ich also die erste Information bearbeitet. Und die zweite Information ist folgende. Ich habe ja gesagt, ich komme von oben. Ja, was heißt das? Wie kann ich das ausdrücken? Also wenn ich von oben komme, dann geht der Winkel ja gegen plus pi. Ja. Und deshalb schreibe ich hier ein, dass der Winkel gegen plus pi geht. Das habe ich hier gemacht. Ja, also ich habe beide Informationen, dass ich mich auf dem Einheitskreis annähere und dass ich mich von oben annähere, in diese Formel hier reingepackt und habe dann diese Formel erhalten. So, und diese Formel, also diesen Grenzwert, brauche ich nur noch ausrechnen. Da wähle ich hier anstatt der Exponentialform die trigonometrische Form, da benutze ich die Eulersche Formel formal gesehen. Und da wird also aus dieser E-Funktion hier dieser Ausdruck Cosinus Theta halbe plus I mal Sinus Theta halbe.
So, den Grenzwert aus einer Summe kann ich bestimmen, indem ich den Grenzwert aus jedem einzelnen Summanden berechne. Also habe ich hier einmal den Grenzwert aus der Cosinusfunktion plus den Grenzwert aus der Sinusfunktion, wobei hier noch ein i vor ist. So, jetzt berechne ich den Cosinus von Theta halbe, wobei Theta gegen Pi geht. Nur das ist hier einfach nur, da müsst ihr aufpassen, das ist nur einfach ein reeller Grenzwert. Ja, könnt ihr also ganz einfach berechnen, habt ihr schon in der Schule gelernt. Da setzen wir für Theta die Zahl Pi ein, dann habe ich Cosinus Pi halbe. Und wenn ihr das in den Taschenrechner eingebt oder euch das bildlich vorstellt, sowas sollte man ja im Kopf haben, das ergibt 0. Ja, und deshalb steht hier nur 0. So, den zweiten Grenzwert, den kann ich auch einfach berechnen. Eine Konstante, ne, nämlich dieses i hier, die imaginäre Einheit, ist ja eine Konstante. Ja, eine Konstante darf ich vor das Limeszeichen ziehen. Das mache ich auch. Ich ziehe das raus. Dann bleibt hier übrig der Limes von Pi halbe. Ja, wenn ich Pi hier einsetze. Und das ist gleich 1. Und einmal das i, das hatte ich ja vor das Limeszeichen gezogen, ist i. Also habe ich hier ein i. Und 0 plus i ergibt i. Die Lösung ist also i. Ja, wenn ich mich von oben hier der Zahl minus 1 nähere. Und das kann man hier nochmal grafisch sehen. Mein i habe ich hier. So, jetzt machen wir nochmal das Gleiche. Wir berechnen wieder diesen Grenzwert hier, diesen Limes. Wir lassen also z wieder gegen minus 1 gehen. Aber diesmal kommen wir von unten auf dem Einheitskreis. Ja, und die Frage lautet wieder, wie bringe ich diese zwei Informationen, nämlich dass ich mich auf dem Einheitskreis annähere und dass ich mich von unten annähere, wie bringe ich diese zwei Informationen wieder in diese Formel hier unter? Ja, das ist wieder einfach. Also ich bewege mich auf dem Einheitskreis, das heißt mein R ist gleich 1. Und Wurzel 1 ist 1 und den Faktor 1 kann ich fallen lassen. Ich habe hier also nichts mehr stehen mit Wurzel R. Ja, das fällt einfach weg. So, und dann haben wir gesagt, wir kommen von unten. Und was heißt das? Das heißt, dass der Winkel Theta gegen minus Pi geht. Also nicht gegen plus Pi, so wie gerade, sondern der geht jetzt gegen minus Pi. Ja, also schreibe ich da rein, anstatt zu schreiben, z geht gegen minus 1, schreibe ich, Theta geht gegen minus Pi. Ja, dann habe ich beide Informationen untergebracht und aus dieser Formel hier, aus diesem Limes, aus dieser Formel wird diese Formel hier, also dieser Limes. So, der Rest ist geschenkt, das ist wieder das Gleiche. Ich schreibe die Exponentialform wieder als in trigonometrischer Form. Na, das kennt ihr schon aus dem Kurs komplexe Zahlen. Das kennt jeder. Jetzt bilde ich wieder den Grenzwert und ihr wisst, den Grenzwert aus einer Summe kann ich ziehen, indem ich den Grenzwert aus jedem einzelnen Summanden ziehe, also einmal aus der Cosinusfunktion und einmal aus der Sinusfunktion. So, jetzt bestimme ich den Cosinus, also diesen ersten Grenzwert hier, Cosinus von Theta halbe, wenn Theta gegen minus Pi geht. Dann habe ich hier also minus Pi, wenn ich das einsetze, minus Pi halbe und Cosinus von minus Pi halbe, das ist 0, also steht hier eine 0. So, und jetzt berechne ich hier den zweiten Grenzwert, das ist auch wieder fast das gleiche. Mein Theta ist jetzt minus Pi, ja, dann setze ich hier ein Sinus, dann setze ich für Theta ein minus Pi, dann habe ich Sinus von minus Pi halbe. Ja, Sinus von minus Pi halbe ist minus 1. Ja, und den Konstantenfaktor i ziehe ich vor das Limeszeichen. Dann habe ich minus i als Ergebnis und das schreibe ich dann auch hier hin. Ja, und damit haben wir bewiesen, dass die Funktion an der Stelle minus 1 unstetig ist. Denn wir haben ja einmal den Grenzwert plus i erhalten. Das sehe ich auch hier im Bild, plus i, wenn ich mich von oben auf dem Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere. Aber ich habe den Grenzwert minus i erhalten, minus i, das sehe ich im Bild hier, minus i, ja, wenn ich mich von unten auf dem Einheitskreis der Zahl minus 1 nähere.
Ja, das ist also der Beweis. Ich habe zweimal einen Grenzwert gebildet. Ich habe mich der gleichen Zahl genähert, aber unterschiedliche Grenzwerte erhalten. Ja, und das heißt dann eben, dieser Grenzwert hier existiert nicht. Ich muss nur zwei Folgen finden, die gegen die gleiche Zahl gehen, gegen diese minus 1, aber unterschiedliche Grenzwerte haben, obwohl sie sich der gleichen Zahl minus 1 nähern. Gut, am Ende noch eine kleine Anmerkung. Wir haben ja jetzt hier durch den Punkt 1 gemerkt, dass die Funktion unstetig ist, weil das erste Kriterium nicht erfüllt ist. Es kann aber sein, dass die ersten beiden Kriterien erfüllt sind und erst das dritte Kriterium nicht erfüllt wird. Das heißt, ich merke erst beim dritten Kriterium, dass die Funktion unstetig ist. Ja, also nicht verwirren lassen. Manchmal zeigt sich das hier, dass die Funktion unstetig ist, manchmal erst im späteren Verlauf. Ja, das war ja nur ein Beispiel hier von vielen und bei diesem Beispiel haben wir es eben bereits im ersten Schritt gemerkt, dass die Funktion unstetig ist. Ja, und noch eine zweite Anmerkung. Es kam euch sicher komisch vor, dass ich hier zwei Folgen gewählt habe. Einmal die blaue und einmal die grüne, die beide hier auf dem Einheitskreis verlaufen. Ja, ich hätte ja auch eine blaue Folge nehmen können, die sich so senkrecht, also senkrecht von oben kommt, der Zahl minus 1 nähert. Und hier hätte ich eine grüne Folge nehmen können, die sich senkrecht von unten kommt, der Zahl minus 1 nähert. Ja, warum habe ich diese beiden Folgen ausgerechnet so gewählt, dass sie auf dem Einheitskreis liegen? Ja, das habe ich aus rechentechnischen Gründen gemacht, damit hier dieses R, das ist ja hier weggefallen, Wurzel R. Ja, ich hätte natürlich auch hier jede andere Folge nehmen können, eine von oben, eine von unten. Ja, aber dann hätte ich hier diese Rechenvereinfachung nicht gehabt, dieses Wurzel R wäre nicht weggefallen. Und dann wäre das eine richtig schlimme Rechnung geworden. Ja, und das sollte man immer beachten, wenn man solche Unstetigkeitsbeweise macht. Sucht euch zwei Folgen aus, die sich widersprechen, das heißt, die unterschiedliche Grenzwerte haben, aber die möglichst einfach zu berechnen sind. Das ist das Elegante an der Sache, das ist der Trick. Weil sonst bekommt ihr hier bei diesen beiden Zeilen richtig üble Rechnungen raus. Gut, das war's erstmal für heute. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.